Ich bin der Michel aus München und bin FCK-Fan seit den 80ern. Und ihr hört Betzegebabbel, der FCK-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 27. Mein Name ist Paul und ich bin natürlich wie immer nicht alleine hier, sondern ich habe das Team von Betzegebabbel hier bei mir versammelt. Da wäre zunächst mal der Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Der Flo. Hallo Flo. Servus. Paul, kurze Frage, wie viel Uhr ist es denn überhaupt? 20.08 Uhr. Okay. Da ist auch noch der Patrick. Hallo Patrick. Hallo Paul. Und natürlich auch der Tobi. Hallo Tobi. Hallo Paul. Ja, meine Herren, ich begrüße euch hier zu unserer Krisenfolge. Wir wollen heute der Frage nachgehen, was ist mit Willy Orban los? Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich habe gehört, dass der Rangnix keine Bock mehr auf den Willi hat demnächst. Ja, die Nase steht im Wind. Ja? Euro-Willi hockt demnächst auf der Bank, hab ich was gehört. Euro-Willi. Ja, ich habe nur gehört in dem Endespiel, ich weiß nicht, gegen wen das war, also wurde es kurz mal schwindelig oder so, kann das sein, als sein Gegenspieler an ihm vorbeigefuscht ist. Gefuscht? Ja. Fuschen die heute schon? Ja. Ja, wir schieben vielleicht Willy Orban einfach nochmal auf eine der späteren Folgen, wenn dann die ersten Gerüchte über seine Rückkehr auftauchen. Und ich würde sagen. Ja, bloß auf, ey. Langsam hier. Ja. Ich würde sagen, davor beschäftigen wir uns mit dem ersten FC Kaiserslautern, denn da gab es ja in den letzten Tagen und Wochen genug drüber zu reden. Ich erinnere an unsere letzte Folge, die war so Ende August, Anfang September, in der letzten Länderspielwoche. Seitdem gab es ein paar Spiele, eine Handvoll Spiele, nämlich gegen Freiburg, was wir 0-2 verloren haben, in München, was wir 1-1 gespielt haben. Wir haben zu Hause gegen Nürnberg 0-3 verloren und jetzt am Ende zweimal gewonnen gegen Bochum, den Tabellenführer, und gegen Düsseldorf. Die letzten zwei Spiele allerdings mit neuem Trainer, nämlich mit Konrad Fünfstück. Und zunächst einmal würde ich die Frage an euch richten, wir haben uns das letzte Mal unterhalten, wie lange bleibt Kostas Hrnjahić noch im Amt? Und ich und ich glaube auch einige andere von euch haben gesagt, bis zur Winterpause auf jeden Fall noch. Und es hat dann gerade mal. Moment! Ja, es hat dann gerade mal. Ich wollte gerade intervenieren. Moment! Aber das hat Tobi schon gemacht. Also, ich will das immer hier jetzt mal gerade festhalten. Ihr habt all gesagt, dass mit dem Hrnjahić das geht noch länger. Und ich habe gesagt, er flieht im September und später sogar nur im Bochum-Spiel. Dass ich es jetzt 2-3 da nicht gepackt habe, das lassen wir dahingestellt. Ja, jetzt stellen wir euch dahin, ja, ich hab's gewiss, sind ihr nett? Ja, Tobi, das ist gut, aber ich wäre darüber jetzt gerne mal hinweggegangen, weil ich finde einfach, für Profilierungssucht ist in diesem Podcast kein Platz. Wir gucken einfach auf die harten Fakten und die harten Fakten, ja, ist auch egal. Also auf jeden Fall, der Trainer ist weg. Und, ja, aber in einer Krise können auch andere profitieren. Ja, stimmt. Schauen wir auf die gegenwärtige sportliche Lage. Und eigentlich meine Frage war, hat es euch am Ende eigentlich überrascht, wie schnell es dann ging, dass Kostas Hrnjahić nach 3 Spielen und genau einem Punkt weg war, nach dem Nürnberg-Spiel? Hat es überhaupt jemand überrascht? Ja, dass er irgendwann weg ist, nicht, aber dass so schnell gegangen ist, dann ja. Aber noch der arbeitskollektiven Arbeitsverweigerung gegen Nürnberg, war das dann am Folgetag nicht mehr überraschend. Ja, Moment, aber unser damaliger Trainer hat gesagt, es wird kein schweres Spiel und es wird kein leichtes Spiel. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich das gesehen. Ja. Es wird halt ein Spiel, ne? Ja. Oder Daniel, wie hast du gesagt? Ich habe heute gar keinen Bock und Lust habe ich auch nicht. So ungefähr, ja. Ja, ich würde sagen, wir brauchen gar nicht so tief, wie wir das sonst machen, eigentlich in die vergangenen Spiele schauen, zumindest nicht in die ersten zwei, weil ich denke, zum Spiel gegen Freiburg muss man gar nicht mehr so viel sagen. Wir waren deutlich unterlegen und das können wir ja auch einfach so nochmal festhalten, wie wir das eigentlich auch schon in der letzten Folge so ein wenig befürchtet haben, dass Freiburg einfach besser war. Und in München, das Spiel hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen anders erwartet, haben wir aber auch nicht die beste Figur gemacht. Nimmt man mal die letzten 30 Minuten
Minuten raus. Ja, und Nürnberg, das war dann eben der totale Absturz. Was mich jetzt mal interessieren würde, hat es euch denn überrascht, wie diese Trennung dann zustande gekommen ist, nämlich dass Kostas Hunjalić dem Vernehmen nach zurückgetreten ist? Hättet ihr das erwartet? Ja, Moment, Paul, ist das wirklich so? Ich weiß gar nicht, ob er wirklich zurückgetreten ist, weil man hat in unterschiedlichen Medien gehört, dass er eine Abfindung kassiert hat. Das wäre dann also kein wirklicher Rücktritt. Weil ich habe nur bei meinem Chef nur gefroren und habe gesagt, ich trete jetzt auch zurück und ich nehme keine 140.000, ich nehme nur 40.000. Hat er gesagt, beim Rücktritt gibt's nichts. Ja, normal ist es ja so, aber vielleicht hat der Stefan eine Klausel in den Vertrag gebaut. Wer weiß, wer weiß. Er ist bitte so dumm und baut eine Klausel in, wenn jemand zurücktritt, dass er noch Geld kriegt. Ja, vielleicht die Olivier Ocean Klausel. Die Olivier Ocean. Die Lex Ocean. Lex Ocean? Ja, gut, aber da müssten wir jetzt nochmal genauer recherchieren, weil das wieder bedeutet, dass der Kostas Hunjalić keine Cola mehr trinken darf im VIP-Bereich. Ausmaße, wie's Bosman-Urteil. Ja. Bosman-Urteil und Lex Ocean. Der moderne Fußball geht neue Wege. Ja, ja, da werden jetzt einige Hörer denken, über was reden die oder sowas, aber. Ja. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde es eigentlich noch viel schlimmer, dass man hat ja gehört, dass der Kostas Hunjalić ja eigentlich schon vor dem Nürnberg-Spiel zurücktreten wollte. Das freue ich mich halt. Warum lasst man überhaupt dann noch in das Spiel überhaupt gehen? Also, ist mir mal ja, der Vereinsführung ja froh. Ich kann euch schon mal die Nummer geben, schreiben dann mal eine SMS. Genau. Ja, Tobi, ich denke, das hängt damit auch zusammen, dass sie überhaupt dann jemand für die Bank brauchten und das dann halt dann schon im Hintergrund mit Conny gesprochen wird. Naja. Ja, beim Hunjalić gibt es für mich noch in der Amtszeit viele andere Punkte wie ständiger Aufstellungswechsel gerade am Schluss, das zeugt halt für die Panik. Ja, oder die Lex Alushi. Bei der Lex Ocean waren. Tobi, Einzelspieler gibt es 7, 8 andere, wo ich sage, wird, okay, das ist auch nicht ganz einwandfrei. Ja, dafür sage ich schon die Lex Alushi, das ist ja so das Alushi-Modell, sage ich einmal gerne. Genau. EFL-Pass-Spiele und dann bei der Amateure auf der Bank hocke oder so. Ja, aber das ist ein schöner Ausgangspunkt für eine weitere Frage. Bevor wir dann zum neuen Trainer und auch jetzt zu den letzten zwei Spielen genauer kommen, einfach mal eine Frage an euch. Es wurde viel gesprochen nach dem Trainerwechsel, beziehungsweise nach Hunjalić Rücktritt oder was auch immer das dann war. Und es wurde, finde ich, auffällig auch von den Verantwortlichen sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht. Man habe sich ja in diese Situation mit Hunjalić jetzt auch gebracht, dass er dann auch geht, durch einfach individuelle Fehler zu Beginn dieser Saison, die es zweifelsohne gab. Glaubt ihr, das ist jetzt auch schon ein bisschen tendenziös gefragt, deswegen versuche ich es mal andersrum, seht ihr das auch so, dass diese individuellen Fehler dann einfach zu so einer Art Rücktritt von ihm führen mussten? Also gab es für ihn da gar keine andere Alternative mehr? Oder, und damit gebe ich schon so ein bisschen die Richtung vor, was ich mir eher vorstellen könnte, sitzt da irgendwie die wirkliche Wahrheit etwas tiefer als nur in diesen individuellen Fehlern, die man dann ein bisschen vorgeschoben hat? Wie seht ihr das? Ja, was wir schon öfters analysiert haben, ist spielt bestimmt das Saisonende letztes Jahr eine große Rolle und auch vorletztes Jahr. Ich glaube, das ist ein weitaus tiefgründigeres Problem, wie jetzt die Fehler am Anfang von der Saison. Ja, worauf ich gern hinaus würde, ist so ein bisschen die Frage, warum passieren solche individuellen Fehler unter Hunjalić und jetzt in den ersten zwei Spielen unter 5 Stück nicht? Gibt es dafür irgendwie eine Art logische Erklärung oder muss man das einfach so stehen lassen? Vielleicht sind die Spieler einfach ein Stück weit überfordert mit dem Hunjalić-Fußball. Jetzt unter 5 Stück dürfen sie, haben wir so Shayo können bei in der Presse lese, darf man auch mal einen Ball hinten rausdreschen. Ja, und vorher haben sie sich vielleicht müssen 3-4 Mal überlegen, was sie mit dem Ball jetzt überhaupt machen sollen. Wobei ich da halt vorsichtig wäre, jetzt das schon zu vergleichen, weil es halt 2 Spiele jetzt erst waren. Und muss man halt mal jetzt abwarten, ob das nach dem Länderspielpause so weitergeht. Aber ja, eben, jetzt halt auf jeden Fall haben die jetzt mal was verändert in der Spielphilosophie, das finde ich schon mal gut. Ganz ja, andere Körpersprache. Andere Körpersprache. Und ich gebe dir recht, Tobi, dass der Fußball, der jetzt vielleicht von Hunjalić gewollt war, mit der Mannschaft vielleicht halt einfach nicht möglich war. Ich wäre trotzdem noch vorsichtig, weil das waren, wie Flo schon sagt, 2 Spiele und der Trainereffekt macht dann doch was aus. Und nach den Länderspielen werden wir dann weitersehen, ob es auch so erfolgreich weitergeht. Vor allem in der Hinsicht, dass wir gegen unseren, in Anführungszeichen, Angstgegner in Sandhausen spielen. Ja, aber ich fahre ja das ja nicht hier, also gäbe es 3er. Ich auch nicht, deswegen 3er.
Ja, ich finde es zumindest einen ganz, ganz interessanten Ansatzpunkt, wenn man sagt, individuelle Fehler hin oder her, die natürlich auch viele Punkte gekostet haben. Aber ich weiß nicht, Tobi, du hast es, glaube ich, gerade eben schon gesagt, wenn eben so eine Aussage kommt von der Mannschaft, von den Spielern, in dem Fall Stipe Vucur, der ja unter Runjahic auch die letzten zwei Spiele dann gar nicht im Kader, glaube ich, stand. Alushi-Modell. Der gesagt hat, Lex Alushi, der gesagt hat, wir dürfen den Ball jetzt einfach auch mal hinten wegdreschen, oder Markus Piosek, der das den Ball löschen nannte, und mehrere Spieler haben gesagt, wir haben in letzter Zeit immer versucht, alles spielerisch zu lösen. Klar darf man jetzt, glaube ich, nicht den Fehler machen, und da bremst ihr ja auch schon richtig zu sagen, unter fünf Stück wird jetzt alles gut und ist jetzt alles gut. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis eigentlich, der aus der Mannschaft kommt. Und auch wenn viele Spieler, zum Beispiel Daniel Heifer oder auch John Zimmer, betont haben, dass auch unter Runjahic nicht alles schlecht gewesen wäre, das stimmt sicher, aber es ist schon ein wichtiger Hinweis, finde ich, wenn die Spieler sagen, wir mussten immer alles spielerisch lösen und hatten, was weiß ich, 60% Ballbesitz, und daraus resultierten dann solche Fehler, wenn man dann einfach sagt, ja, wir haben eben nur dieses Spielermaterial, in Anführungsstrichen nur, und dann stellen wir eben den Fußball nach dem Kader auf. Also ich weiß nicht, seht ihr darin ein großes Problem? Denn es gibt ja jetzt schon viele Stimmen, die sich auch teilweise in den bekannten Internetforen äußern, die eben sagen, der von fünf Stück gespielte Fußball, der wird nicht, der ist nicht sehr anspruchsvoll und wird nicht lang von Erfolg geprägt sein. Habt ihr da auch Bauchschmerzen? Sagen ja auch viele, dass es eigentlich ein Rückschritt wäre. Also ein Rückfall in alte Zeiten, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir, solange wir gewinnen, ist mir das nur für den Moment auf jeden Fall lieber. Und das kann mir ja keiner erzählen, also ich verstehe das, jo, ja, wenn jemand sagt, der Runjahic-Fußball, der taktisch geprägte Fußball, ist sag ich mal, langfristig vielleicht die bessere Alternative, ja, aber es ist doch einfach mal so, dass der FCK für seine Fans spielt und die Fans und das Umfeld hatten überhaupt keinen Bock mehr auf den Trainer. Ja, und dann blieb ja nichts mehr anderes übrig. Ja, vor allem ist es ja so, vor allem mit im Hinblick auf das Bochum-Spiel, da hatte der Trainer zwei Tage lang Zeit, um seine Mannschaft vorzubereiten. Und dann kann man jetzt eben nicht sagen, pass auf, ich bin der und der, ich will so und so Fußball spielen lassen, sondern da hat man zwei Tage Zeit, muss dann eben mit dem in der kurzen Zeit eben rudimentär einen Matchplan entwickeln, ja. Ja. Oh, wieder Matchplan. Das kostet einen Euro, ja. Oder? Ja. Muss man eben in der kurzen Zeit eben so einen Matchplan entwickeln, wie man eben dieses Spiel erfolgreich bestreitet, und vielleicht jetzt nach der Länderspielpause spielen wir vielleicht auch ein bisschen anderer Fußball, aber in der kurzen Zeit, die fünf Stück jetzt eben mit der Mannschaft nur hatte, ist es meiner Meinung nach schwierig, ein System komplett umzustellen und komplett auf seine Spielweise auszulegen. Also man hört ja auch immer wieder, dass Fünfstück in seiner Nachwuchsarbeit auch schon klares Konzept verfolgt hat mit seinen Mannschaften, beziehungsweise mit seiner Mannschaft, was jetzt aber auch nicht immer nur dieses holzfällerartige Rumbolzen hinten weit raus und was weiß ich war. Also ich glaube, dass er schon auch, darf man das jetzt so sagen, ein gehobeneres Niveau spielen lassen kann. Aber ich glaube, da sagt Daniel was ganz Richtiges. Der hatte jetzt natürlich auch wenig Zeit, und das ist das, was wir auch immer in den Folgen davor gesagt haben. Natürlich, und das muss man ihm jetzt auch zugestehen, aber es ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Es ist natürlich auch eine Form von Alibi jetzt für ihn, dass er halt in der laufenden Saison mit dem Kader arbeiten muss, bei dem er jetzt auch nicht so den Einfluss hatte. Aber weil ihr das gerade eben gesagt habt, mit einfacherem Spiel, das hat er ja auch ganz klar so gesagt vorher. Und für mich klingt das auch wenn man da jetzt gegen Runjahic gar nicht unbedingt nachtreten muss, aber klingt das schon sehr deutlich, wenn ein neuer Coach kommt und sagt, wir wollen erstmal einfach spielen. Also jetzt nicht einfach spielen, wir haben Lust auf Spielen, sondern einfach in Form von nicht anspruchsvoll spielen. Und ich meiner Meinung nach ist das ein ganz klarer Fingerzeig, dass die Mannschaft überfordert war mit dem bisherigen Fußball, den man da eben gespielt hat. Was halt auch nur dazu kommt, ist die Situation, in der er gekommen ist. Oder Daniel hat schon erwähnt, dass man da halt gegen Nürnberg richtig die Klatsche gekriegt hat, und dann kann man wahrscheinlich halt dann nur so spielen, wie man halt in Bochum gespielt hat. Natürlich hat man dann noch, haben die dann noch Glück gehabt am Schluss. Gehört halt auch dazu, um das Spiel zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich jetzt vom Fünfstück auch viele Spiele oder einige Spiele, sagen wir so, von 0-23 gesehen. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass der irgendwie planlose Holzhacker-Fußball gespielt hat oder so. Das finde ich jetzt gar nicht. Ja, und ich denke auch, warum soll er nicht seine Idee von Fußball auch mitentwickeln? Und da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was passiert.
aber ich tue mich schwer damit, jetzt schon zu sagen, oh, das wird ja keine Zukunft haben. Mir ist es zehnmal lieber, wenn wir einen Trainer haben, der anhand des Kaders sein Fußball spielen lässt und seine Idee des Fußballspielens lässt, als einer, der eben nur einen Plan hat oder vielleicht stur an einem Plan festhält, aber das einfach die Spieler nicht hergeben. Und insofern, ja, wäre allen zu wünschen, dass unter fünf Stück eben es so weitergeht. Auch von mir aus so ein einfacher Fußball. Und daran würde ich gerne jetzt noch eine Frage anschließen. Seht ihr das auch so, dass dieser Fußball auch beim Publikum besser ankommt? Und jetzt nicht nur, weil wir 3-0 gewonnen haben, sondern einfach auch, weil meiner Meinung nach deutlich mehr Kampf zu sehen war? Ich finde, dass es definitiv besser ankommt. Das Sascha Lenz schon beim Heimspiel jetzt gemerkt. Gerade jetzt in der Abwehrsituation, wenn da hinten jetzt mal ein Befreiungsschlag kommt, ja, und die Spieler sich ja noch abklatschen, was ich selbst, wenn sie zu einer Ecke klären oder so, ja, und das ganze Stadion mitgeht, das war ohne Runjaic überhaupt nicht mehr zu sehen. Also es hat an niemand mehr, an den Trainer und an diese Mannschaft ohne dem Trainer geklappt. Und bin da irgendwo, dass durch den Trainerwechsel ist halt auch ein bisschen die Mannschaft aus der Schusslinie genommen worden. Und somit hat die Mannschaft jetzt wieder Kredit. Das wird man mit Sicherheit noch bis zur Winterpause anhalle. Und ja, wenn sie den Weg jetzt weitergehen und die Fans weiter so mitnehmen mit diesem Kampfstil, an der Stelle kann man das ja eigentlich gar nicht nennen, was im Moment gespielt wird, oder in den letzten 2 Spiele, dann bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ja, vor allem, ich denke, so ein Fußball wie der FC Bayern spielt mit viel Ballbesitz, da brauchst du einfach das nötige Spielermaterial, um sowas überhaupt machen zu können. Und die aktuellen Statistiken zeigen auch, dass heutzutage 70% der Tore nach Kontern fallen. Und ich denke, bei dem Material, was wir zur Verfügung haben, ist halt wichtig, darauf zu setzen. Und jetzt zusammen auch beim 1-0 gegen Düsseldorf jetzt schneller Konter und Tor war drin. Und so wie ich mich an Runjaic erinnere, hätten wir unter dem eher noch wieder den Ball links und rechts hergeschoben und die Abwehr hätte ich dann in der Zeit schon wieder richtig hingestellt. Was in den letzten Spielen, letzten 3 Spiele offensichtlich war, dass es so oft so Situationen gab, wo die Chance war, nach vorne zu spielen, wo man erstmal den Ball gestoppt hat und dann mal geguckt hat, was jetzt passiert. Und das finde ich, das ist jetzt in der ersten 2 Spiele in, lass mich nicht täuschen, 12 Tage, wird halt viel mehr nach vorne gespielt, wenn die Situation es ergibt, versuchen es auch zu machen, ja. Also das kann man nicht sagen, dass jetzt irgendwie so Zufallsbilder, das ist halt wahrscheinlich die Taktik in der ersten 2 Spiele gewesen und die ist aufgegangen und 2 Siege geben dem Trainer erstmal recht. Das gibt jetzt 1 Euro. Ist notiert. Ja, gut. Der SWR hat in dem Zusammenhang davon gesprochen, 5 Stück lässt vertikal spielen, also viel mehr und schneller nach vorne. Und ich finde, das hat man auf jeden Fall gesehen. Ganz interessant, weil wir es gerade noch von Aggressivität hatten. Daniel Heifer hat nach dem Spiel gesagt, er ist ja jetzt so auf so einer Halbposition. Also er ist ja im 4-4-2 jetzt auf der rechten Halbposition im Mittelfeld. Und er hat gesagt, ihm kommt diese Position sehr entgegen, weil er kann jetzt auch mal wortwörtlich die Aggressivität rauslassen und einfach auch mal eine Grätsche setzen, wenn er Bock drauf hat. Und ich finde, das ist ein... Ich glaube, der hat ja noch nie so oft gegrätscht wie in den letzten 2 Spielen. Ja, gut, auf dem Flügel fand ich, war das sowieso verschenkt. Ja, der 5 Stück hat ja in der Pressekonferenz angedeutet, dass er lieber sicher steht und dann ein schnelles Umschaltspiel fahren lassen will. Und ich denke, das hat man beim 1-0 super gesehen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so einen Konter gefahren. Also kann ich euch erinnern? Nee. Ja, die haben halt viel Gegenstöße gemacht jetzt überhaupt. Auch in Bochum die 2 Tore. Ja, aber dann auch mit Druck. Mit Druck, genau. Und dann auch mit alle. Ja. Genau. Also sehr interessant war, wie, was du, Tobi, gerade gesagt hast, 5 Stück sagte, Zimmer hat das gut gemacht, nämlich sofort den Raum überbrückt. Und ich finde, das hat man bei Runjaic wirklich sehr, sehr selten gesehen. Dieses schnelle einfach, also ich meine, das klingt so banal, von der einen Seite schnell auf die andere Seite einfach kommen. Und das war wirklich super, wie auch da alle Mann mitgelaufen sind. Und wisst ihr, als dieser Konter rollte, ich war richtig so ganz vorne vorgebeugt, weil ich wollte jetzt richtig sehen, was passiert daraus. Und als dann dieses Ding reingegangen ist, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, mal so, obwohl es ja nur ein Tor war in einem Spiel, wo ja noch alles passieren kann und in einer Saison, wo es jetzt noch nicht so gut lief, dass ich mich so gefreut habe über ein Tor, weil es war einfach, ja, geil. Dieser ganze Spannungsbogen von dieser einen Szene. Ja. Hoffentlich mehr davon. Standards können wir jetzt auch sagenhaft. Ja.
Aber man muss halt immer dazu, okay, natürlich muss man jetzt, wenn man jetzt gerade mal in Bochum das zweite Tor sieht, da haben die Bochumer ja die beste Zuschauerrolle gehabt, ja, in dem, bei dem Angriff. Deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig jetzt mit irgendwelchen Vergleichen noch, weil nach der Länderspielpause wird man das sehen, denn 4-5 Spiele, wie sich das weiterentwickelt. Aber bisher, gut, es wird immer einige geben, die sagen, das gefällt mir nicht, das wird auf die Dauer nicht attraktiv sein. Aber solange die Ergebnisse stimmen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir die Attraktivität eigentlich eher... Das, so wie es ist, scheißegal. Scheißegal, ja, genau. Ja, wobei man dazu sagen muss, das ist natürlich auch mal eine Frage von, ja, von der ganzen Entwicklung, weil als das Paderborn-Spiel war, hat das Ergebnis auch gestimmt, aber da war halt einfach diese ganze Vorgeschichte und die Art und Weise, wie gespielt wurde, hat einfach nicht mehr zusammengepasst. Ja, Paul, aber da hätte niemand was gesagt, wenn die Vorfälle nach dem Spiel nicht gewesen wären. Da hätten die Leute halt gepfiffen und hätten gesagt, das Spiel war scheiße, aber egal, wir haben gewonnen, das hätte wahrscheinlich niemanden interessiert. Das ist ein gutes Stichwort, Flo, weil ich hätte noch dazu eine Frage, nämlich eine der ersten Amtshandlungen von 5 Stück, wenige Stunden nachdem er im Amt war, war Chris Löwe das Kapitänsamt wegzunehmen und Daniel Halffer zu übertragen. Wo seht ihr da die Gründe drin? Also könnt ihr euch irgendwie vorstellen, warum er das gemacht hat? Also meiner Meinung nach hatte Chris Löwe halt schon am 8.6., also am 8. oder 6. Spieltag schon beim Publikum keinen Kredit mehr und dann war das eigentlich folgerichtig erstens und zweitens habe ich das eigentlich vor der Saison erwartet, dass der Runjac Daniel Halffer als Kapitän benennt. Das war eigentlich für mich schon eine Überraschung, dass der Chris Löwe Kapitän war. Gegenfrage, wer außer Runjac hätte ernsthaft den Löwe als Kapitän behalten? Jetzt mal ohne Quatsch, nachdem was der sich mit dem Publikum verscherzt hat, Entschuldigung, den muss man doch da aus der Schusslinie nehmen. Der hat sich ja so ins Abseits manövriert. Das, ja. Stimmt, gebe ich dir recht. Hat er halt megamäßig die Fans zum Maulhof gerissen, indem er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und die Fans wussten es besser, Thomas. Ja, die wussten es besser, hast du ja gesehen. Also du kannst jetzt sagen, was du willst. Die FCK-Fans haben ein gutes Gespür dafür, ob was funktioniert oder ob was nicht funktioniert. Ja. Und man hat augenscheinlich gesehen, dass es einfach nicht funktioniert, aber dass man sich dann hinterher dann noch so hinstellt und dieses 1-0 da nochmal 11 Meter in den Himmel hebt, ja, und nur dem Motto, ah ja, jetzt gewinnen wir mal die dreckigen Spiele, jetzt meckert auch wieder jeder, naja, und dass ein Captain auf dem Betze ausgepfifft wird bei der Mannschaftsaufstellung, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, das war bisher noch nicht da, aber ihr dürft mich gerne besseren belehren, und demnach war das eigentlich... Ja, klar, dass er dem die Binde abnimmt. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass es mal vorkommen ist. Also wenn, dann müsste es so bestimmt schon 20 Jahre her sein, aber in der... Marco Engelhardt war doch bestimmt so... Ah, Marco Engelhardt, ja, stimmt, Marco Engelhardt. Ja gut, der war aber nicht schlecht. Der war Nationalspieler. Ja, stimmt, der wurde auch mal ausgepfiffen. Ja, richtig. Hey, gerade mal... Wissen wir eigentlich, wer der letzte Nationalspieler von Betze war? Wer? Der ein Spiel gemacht hat. Wer? Marco Engelhardt. Ja, siehst? Immerhin... Der Mann. Ja. Was macht der eigentlich? Der spielt doch. Ja, irgendwo in der dritten Liga oder nicht? Bei Halle, glaube ich, ja. Ja, also irgendwas mit dem Dreh. Tobi, bist jetzt wieder zu deinem alten Bäcker eigentlich gegangen? Jetzt, wo du die kleinere Brötchen nicht mehr brauchst. Wow. Naja, das letzte Sonderangebot, wo ich angenommen habe, war das Brötchen-Angebot, aber das galt halt nur für 5 Stück, ne? Oh. Alter, morgen muss ich wieder in den Zoo, ich sehe es schon. Wieso in den Zoo? Gibt's doch, warte mal, dann geh ich in den Köln-Zoo oder so. Da gibt's doch Schweine, oder? Ja. Wegen der Bitzewurz, mein Gott, Alter. Zerstört aber alles. Ihr Pfeife, echt ohne. Alter, ja, Bitzewurz ist doch nicht im Zoo, ey. Was ist nicht im Zoo? Der Bitzewurz ist doch nicht im Zoo. Ja, wo ist denn die dann? Achtung, ja, jetzt. Ja, auf dem Betze. Achso. In der Katakombe. In der Katakombe. In der Parc Fermé. Ja, was nennt ihr, warum unser Rasen wieder so gut aussieht? Ja, stimmt, der war wirklich schlecht. Ja, gut gedüngt in der letzten Jahre. Back to the Basics. Früher so mit dem Roboter drüber gefahren, heute macht es die Betzewurz. Kaut's ab. Ja, ich glaub, er hat heute die FIA gesagt, ey, ihr müsst einige Stellen ausbessern, weil es ist zu gefährlich für die Spieler. Oh, 10 Euro.
heißt übrigens in Kaiserslautern auch nicht Basics, sondern Betzigs. Ja. Alle jetzt. Also, aber ich wollte jetzt noch ganz kurz was zu Marco Engelhardt sagen. Wusstet ihr, dass Marco Engelhardt 2007 im DFB-Pokalfinale für Nürnberg das 2:1 gemacht hat? Hast du das jetzt aus dem Kopf gewusst? Das hat er extra gegoogelt. Nein, das habe ich, hab neulich ein Video geguckt, weil ich das damals, als ich noch in der Nähe von Stuttgart gewohnt habe, mit ein paar VfB-Freunden geguckt habe. Und ich fand es so schön, dass Stuttgart nicht gewonnen hat. Und jetzt habe ich mir auf YouTube nochmal die Videos angeschaut und da habe ich gesehen, dass der halt ernsthaft gespielt hat und auch noch ein Tor gemacht hat. Ja, Paul, wusstest du? Ja, das freut mich, dass es dich gefreut hat, dass der VfB nicht gewonnen hat. Damals noch. Wollte ich jetzt als erstes anmerken. Und Paul, wusstest du, dass der Marco Engelhardt auch mal auf der Titelseite von der Bild-Zeitung war? Ja, aber... mit dem Oberkörper. Was war, weil er irgendwas sein Ding dann verschickt hat, oder was? Ja, weil er SMS getestet hat, wie das ist mit MMS, wie man die verschicken kann und wohin und so. Das war damals halt noch ziemlich neu, das war SMS mit Bild. Ja. Und dann später in der Bild. Genau. Bild. Ja. Ja, kommen wir mal wieder zurück auf die aktuelle sportliche Lage. Mich würde noch von euch mal interessieren, auch wenn wir jetzt zum Fußballerischen nicht viel sagen können und ich denke, es macht jetzt auch keinen Sinn zu fragen, ob wir jetzt schon die Ziele, was auch immer die für diese Saison sind, weil das weiß ja auch kein Mensch so genau beim FCK, ob wir die jetzt nach oben schrauben müssen oder nicht, das ist ja erstmal egal. Mich würde mal noch interessieren, wie ist denn einfach nur euer erster Eindruck von 5 Stück nach den ersten Tagen, nach den ersten 2 Spielen, so von ihm als Typ, was sagt ihr zu ihm? Ist euch sympathisch, unsympathisch, wo seht ihr noch Potenzial? Was sollte also er lassen? Ich absolut ihn, sympathisch. Genau, ich finde ihn richtig gut, weil habe ich jetzt nach dem Spiel gegen Düsseldorf auf dem YouTube-Kanal von Fortuna die ganze Pressekonferenz gesehen und da wurden ja zwei, drei. Oh, warte mal, was willst du uns damit sagen? Die ganze Pressekonferenz. Ja, Moment, hast du Fortuna TV? Ja, auf YouTube. Ja, ach so. Es gibt das ist quasi für umsonst. Ja, genau. Es gibt nämlich Vereine in der zweiten Liga, also nahezu, würde ich jetzt mal sagen, alle, die stellen die kompletten PKs vor und Nachspiel komplett ein mit Fragen von Journalisten und so. Also nur mal so als, ja. Gut, und aber Flo, jetzt muss ja fair bleiben, wenn du die letzte Pressekonferenz unter dem Kosta Runjajic gesehen hast, da war es egal, ob du es jetzt auf FCK-TV oder auf YouTube gesehen hast, die waren immer nur 2 Minuten lang. Ja, stimmt. Und das wäre gerade so ein Punkt, den ich mal gerne ansprechen würde. Der 5 Stück wird sogar von Journalisten befragt und es gibt knallharte, fundierte Antworten. Das ohne Sarkasmus, sagen, ja. Ja, ohne genau. Allgäuer Latschenkiefer, ohne irgendwelche Sprüche, die ins Nichts führen. Und das ist halt schon ein gewisser Unterschied. Na, der Auftritt in Flutlicht war meines Erachtens einer der besseren von FCK-Offizielle. Also glasklare Ansage und natürlich halt geil, wenn du Ansage machst und holst 6 Punkte aus 2 Spielen. Das kommt natürlich immer gut an. Die Aussagen nach seiner Einstellung als neuer Trainer. Und nach dem Spiel gegen Düsseldorf wurde er unter anderem gefragt, was er von Spieler XY hält, von der Leistung, von der Tribüne auf dem Platz und so. Und dass da halt jetzt im Moment noch, weiß nicht, ob das so bleibt, ich hoffe, das Kollektiv in der Vordergrund gestellt wird und halt immer gesagt wird, alle Spieler waren gut, alle Spieler haben eine gute Leistung gebracht. Ich kann keinen explizit rausheben. Das finde ich halt sehr gut. Und auch sein Auftreten von seiner Art her gefällt mir auch. Ja, Flo, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast, dieses Betonen vom Kollektiv. Und ich hoffe auch, dass er sich das beibehält, weil das ist was dem FCK total gefehlt hat in letzter Zeit, als wir das letzte Mal, ich will jetzt da nicht falsch stehen, ich weiß, es gibt schon die Ersten, die diese Vergleiche ziehen, aber ich sag's nochmal, das hatten wir das letzte Mal so unter Marco Kurz, dass einfach, wisst ihr, diesen Kreis auf dem Rasen, ich weiß nicht, den gab es unter Runjajic doch nicht, zumindest habe ich den nie wahrgenommen, oder ich war immer schon aus dem Stadion, wenn er abpfiff war, aber es war einfach, das ist ein Typ, der alle mitnimmt, der auch in der Pressekonferenz, wie du sagst, sagt, ja, wir sind, vielleicht spricht er mal über den einen oder anderen, aber er sagt immer, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, wir zusammen. Ganz kleine Randgeschichte da noch nach der Pressekonferenz hat er auch über Marcel Gauss wurde er angesprochen, wie das denn sein kann. Oder ich weiß nicht, war das vielleicht sogar auf der Pressekonferenz und dann oder während. Da wurde er gefragt, wie es sein kann, dass ein Spieler aus der Reha quasi direkt in die Startelf kommt und zweimal jetzt eine relativ solide Leistung abliefert. Und das Erste, was er sagt, ist, ja, auch da gilt das Kollektiv, da müssen wir erstmal der Reha-Abteilung danken. Und ich meine, das ist ein Riesen, ich finde das eine Riesenhaltung, die er da einfach hat. Und
hoffentlich bewahrt er sich die, weil ich glaube, das kann dem FCK nur gut tun in so einer Situation. Überhaupt können wir aber trotzdem mal, denn wir dürfen das, wir sind ja keine Cheftrainer, ganz kurz mal, wobei natürlich sind wir auch Cheftrainer, rein von der Eignung her und von der fachlichen Perspektive. Wir können ja noch ganz kurz trotzdem mal kurz auf einzelne Spieler zu sprechen kommen. Einmal haben wir schon ganz kurz über den neuen Kapitän gesprochen und darüber auch oder dabei auch über Chris Löwe, aber ganz kurz mal, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Düsseldorf. Stimmt ihr mir dazu? Ja. Ja. Irgendwie. Ja, das müsste eins von den Beste gewesen sein, die er gespielt hat. Ja, gegen Bochum fand ich ihn schon solide. Und jetzt gegen Düsseldorf natürlich der beste Mann auf dem Platz. Und nicht umsonst ja die 1,5 im Kicker. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn in den letzten 1,5 Jahren mal so stark gesehen habe. Wie steht ihr zu der neuen Innenverteidigung? Was habt ihr da für einen Eindruck? Wutschur und Mockenhaupt? Zuletzt war das ja Heubach und Ziegler. Vielleicht so allgemein finde ich in den zwei Spielen, was für mich halt auch ganz wichtig ist, dass eine Mannschaft mal über 4-5 Spiele durchspielt, wenn es jetzt keine Verletzung oder gelbe Karten, 5., gelbe, 10. gelbe oder rote Karten gibt, finde ich halt auch sehr wichtig, dass sich eine Mannschaft einspielen kann, und die haben Bochum gewonnen und da hat halt 5 Stück durchgemischt ordentlich, und die zwei haben das gut gemacht, und das, was sie jetzt in den zwei Spiele gemacht haben, kann man nicht meckern. Ich fand sowieso, dass die Bubukur, habe ich am Anfang von der Saison, glaube ich, schon mal gesagt, ist für mich nicht viel schlechter wie die Willi Orban. Ja, und ja. Ich fand es vor allem den logischen Schritt, weil meiner Meinung nach hat Tim Heubach von der starken Rückrunde letzte Saison die ersten Spiele doch deutlich abgebaut in seiner Leistung. Also für mich war das überraschend, dass der Wukur in München, glaube ich, ganz draußen war, weil wenn man noch dem Maßstab geht, hätte man auch der Heubach draußen lassen können in der Innenverteidigung oder irgendein anderer aus der Mannschaft. Und dass der jetzt so stark zurückkommt von den Tribünen, das finde ich schon beeindruckend. Und beim Mockenhaupt habe ich jetzt nur in Rostock auf der Rechtsverteidigerposition, fand ich jetzt unter aller Kanone, aber Innenverteidigung in den zwei Spielen haben sie jetzt beide keinen Fehler gemacht. Unser Wukur hat sogar noch ein Tor gemacht vorne. Geht es für euch eine wichtige Bedeutung, dass wir jetzt mit zwei Stürmern gespielt haben? Oder ist euch das Wumpe? Das ist, glaube ich, auch eine Frage. Ja, das ist halt so Sach-Paul. Frage, was der Kader hergibt, ne? Ja. Jetzt überhaupt, ob ein 4-4-2 für den Kader geeigneter ist, also Unar und Jatsch mit einem Stürmer, war ja eigentlich der Cibilgo immer relativ Amisau. Jetzt ist halt die Frage, braucht der man für aber, das System... Der aber jetzt auch noch ein bisschen Gas geben muss. Ja klar, aber braucht man für das System vom 5-Stück, würde ich fast behaupten, muss man mit 2 Stürmer spielen, dass man mit Tempo-Gegenstöße halt viele Leute vorne hat. Wird man mal abwarten, aber ich denke, dass die jetzt erstmal so weiterspielen mit 2 Stürmer. Solange das funktioniert und harmoniert und die Ergebnisse gut sind und der Colak weiter Tore macht, Tobi gebe ich dir recht, beim Cibilgo muss Gas geben. Also der muss echt noch ein bisschen drauf drücken, weil ich könnte ich mir nämlich vorstellen, dass er den Next vielleicht Amole Auszeit kriegt. Mhm. Es haut mich, also die ganze Saison haut mich von dem noch nicht vom Hocker, aber jetzt nicht, ich meine, jetzt unter dem neuen System, wo er jetzt auch vorne nämlich allein steht, ja, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und dann haben wir halt auch vor allem Görtler dahinter, der für mich jetzt aber stark am Kommen ist. Also ja. Es war phänomenal, die Flanke, ne? Ja, und auch schon in München hat er echt aus dem Halbfeld raus, grandios. Ja. Gut, und ich denke, Görtler ist eben einer, der uns vielleicht auch in Zukunft mehr Freude machen wird oder auch vielleicht einer derjenigen sein wird, auf dem wir dann später noch bauen können. Zukunft ist das Stichwort. Wir müssen jetzt einfach, denke ich mal, abwarten. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, so schon, sind wir uns recht einig. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, was die nächsten Wochen und Spieltage bringen. Aber auf jeden Fall sind wir ein bisschen optimistischer gestimmt als zuletzt. Und das ist ja auch gut. Wir haben aber auch eine Frage gestellt an unsere Hörerschaft. Nämlich wollten wir wissen, wie Sie das Ganze denn sehen. Ob der Fußball von 5 Stück denn die Rückkehr zum Betze-Fußball ist oder nicht. Oder wie Sie die ganze Sache sehen. Und ich würde sagen, dann hören wir doch da einfach gerade mal rein, oder? Ja. Hier ist der Jürgen aus Mainz. Und auf eure Frage zu antworten, man hat jetzt in den 2 Spielen doch schon gesehen, dass unser neuer Trainer 5 Stück eine andere Linie fährt, die mir und mit Sicherheit vielen anderen auch erheblich besser gefällt als das, was wir die letzten Spiele zuvor gesehen haben. Ich habe den Trainer auch
bei einigen Spielen der U23 beobachten können. Er arbeitet an der Linie selbst sehr hart, ist immer mit dabei. Und was mir eigentlich auch ganz gut gefällt, ist, dass er in einem Trainingsanzug oder im Trainingsoutfit an der Außenlinie steht. Die 5 Stück tut der Mannschaft auf jeden Fall schon gut, hat man gemerkt. Vor allem auch den jungen Spielern, also so Jolak und so. Also die scheinen da schon, denen scheint das schon gut zu tun. Der setzt auch Vertrauen in die, was ich gut finde. Also nicht immer nur ins alte Eisen setzen, sondern auch mal auf junges Feuer. Aber auch den älteren Spielern, also Halfer und so viele alte Spieler haben wir eigentlich gar nicht. Ja, den scheint er auch ganz gut zu tun, hatte ich so ein Gefühl. Und ich bin mal gespannt, was der aus der angefangenen Saison hier noch macht. Ja, der Jürgen ist ähnlich begeistert wie mir auch, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Und zum Kleidungsstil vom 5-Stück will ich auch noch was sagen. Also ich werde mich dazu erst äußere, wenn es in der Reihenfolge Artikel vom Horst Konzert gibt mit der Überschrift "Ein Mann, der gerne Trainingsanzüge trägt". Vorher sage ich dazu nichts. Muss man das erklären, warum du das sagst, oder wissen das die Leute? Warte mal, ich gehe mal gerade kurz runter ins Archiv. Achtung, ja, also wenn es interessiert, muss nochmal unsere Folge 25 auch hören. Für immer zweitklassig FCK, da wird es hinreichend belegt, wieso ein Mann, der gerne Sakkos trägt, was anderes ist, wie ein Mann, der gerne Trainingsort sieht. Jo, das war's von mir. Bin jetzt auch wieder aus dem Archiv da, wie ihr gehört habt. Unsere Podcaster werden ausgestattet von Joop. Ja, und auf die Nachricht von Floha bezüglich, ja, ich muss ihm recht geben, also 5 Stück wird viele Spieler aus der U23 kennen, die er jetzt meiner Meinung nach auch häufiger einsetzen wird, wie zum Beispiel in Sascha Mockenhaupt, und so auf so einen Spieler wie ein Halfer wird er auch nicht verzichten, weil er jetzt ihm auch als Kapitän gemacht hat und er halt das Rückgrat im Moment der Mannschaft ist. Ja, auf jeden Fall ein großes Dankeschön noch für die Sprachnachrichten, die uns diesmal erreicht haben, und für alle, die jetzt gern auch mal ihre Meinung loswerden möchten, da können wir einfach empfehlen, immer wenn wir ja so eine Podcast-Aufnahme, das kündigen wir ja immer an, vor Augen haben, einfach mal bei uns auf Twitter und auf Facebook aufmerksam sein. Da seht ihr dann das Thema oder die Frage, die wir euch stellen, und dann auch gleich die Nummer, an die ihr uns eure Sprachnachricht schenken und schicken könnt. Das wäre natürlich cool, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wir gehen jetzt mal weg vom tagesaktuellen, von der sportlichen Entwicklung, sondern noch zu einer, ja, ich will es fast etwas strukturelleren Frage nennen, nämlich im Zuge der Runjajic, nein, es war ja keine Entlassung, im Zuge des Runjajic-Rücktritts gab es ja noch eine andere Personalie, über die viel diskutiert wurde in Kaiserslautern, und von der, beziehungsweise von dem man jetzt in den letzten Tagen komischerweise gar nichts mehr hört, der allerdings auch gar nicht mehr zu sehen ist. Es geht nämlich um unseren Sportdirektor Markus Schupp. Mal eine Frage in die Runde. Wisst ihr denn gerade, was da so der aktuelle Stand ist, oder könnt ihr euch das erklären? Ja, Moment, du hast jetzt gesagt, dass man den nicht mehr sieht. Ich hab ihn gesehen, er hockt vom Fenster und guckt raus. In was für einem Turm? Im Westturm West? Im Elfenbeinturm. Achso. Also ich, erstens mal finde ich es ein Witz, den jetzt mit dem Runjajic wegzuschicken. Finde ich. Warum? 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 Weil in der letzten Saison, wo er gekommen ist, war es jetzt nicht, also hat er jetzt nicht nur Schund gemacht. In der Saison kann man drüber diskutieren. Muss man aber dann halt aber einmal genau wissen, für was er genau verantwortlich ist. Halt, welche Spieler hat genau er geholt? Genau, es wurde jetzt für immer wieder lauter, dass er gar keine sportliche Kompetenz gehabt hat. Und ich sage jetzt mal, Zitat SWR, er wurde Bauernopfer genannt. Ne? Ja, genau. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. Das ist für mich nur ein Bauernopfer, wo der Stefan Kunz jetzt die Möglichkeit sieht, den mit wegzuschicken. Und ich glaube, Paul, weil man ihn nicht mehr sieht, geht es halt nur noch um die Abfindung. Beziehungsweise, wie man sich halt gütlich trennen kann. Aber lass uns doch mal noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Beziehungsweise eigentlich wart ihr schon an diesem Punkt. Es geht um die Spieler, die ihr geholt habt. Ich würde mal eine ganz ketzerische Frage stellen.
Was hat Markus Schupp in den letzten Jahren bei uns gemacht? Also als Sportdirektor, denn erinnert euch an die Sippel-Geschichte, da gab es dieses Verwirrspiel von wegen, Schupp hat gesagt, man verlängert den Vertrag, Kunz hat am nächsten Tag gesagt, es gibt keine Vertragsverlängerung. Wie habt ihr Schupp in diesem ganzen Konstrukt FCK gesehen? Was war dessen Aufgabe? Ja, wenn man die Hintergründe jetzt mal vom Stefan Kunz also kennt, beziehungsweise einiges da weiß, dürfte ja jedem klar sein, dass der nicht einfach seine Kompetenz an irgendeinen Sportdirektor abgibt. Das muss erst, ja. Aber jetzt von der Situation her, natürlich, die Einstellung war halt nur, weil das Umfeld gesagt hat, ja, braucht Sportdirektor und kriegt es nicht mehr und was für sich, geht es nicht mehr alleine. Eigentlich hat sich das Umfeld dann noch ein Eigentor geschossen. Ja, ja, sozusagen. Dann ist aber für mich, die, was ich eben schon gesagt habe, die Schlussfolgerung, dass man jetzt die Gelegenheit sieht, denn, wie soll man das jetzt nennen, abzusägen, kann man das so sagen, ich weiß nicht. Du meinst, Tobi, im Sinne von, also Eigentor im Sinne von, man hat Kunz noch ein Alibi geschaffen, oder wie? Ja, damals wurde das so gesehen, zu viele Transfers, ja, er braucht jemanden an seiner Seite, der die sportliche Kompetenz hat, so. Und dann kam der Sportdirektor und alle waren zufrieden und dabei hat er sich eigentlich nur noch einen Puffer vor sich aufgebaut, damit halt die Einschläge nicht direkt bei ihm landen, wenn irgendwas sportlich nicht klappt, sei es jetzt Einkauf, Verkauf von Spieler, ja. Und solange so ein Konzept halt erfolgreich ist, fällt vielleicht sowas nicht auf. Im Moment ist es unerfolgreich und dann muss natürlich... Ja, aber seht ihr den Druck gerade so groß, dass auch Schupp weg muss? Also ich finde... Ich wollte jetzt gerade Tobi fragen, Paul. Vielleicht haben die sich auch überworfen. Was ist denn, ja genau, was ist denn, das kann sein oder das wird wahrscheinlich der Grund, könnte ein Grund sein, ja. Aber was hat er denn, gehen wir jetzt mal davon aus, dass er jetzt Mitsprache in gewisser Weise schon hatte. Bereits schon schlimm, dass wir darüber diskutieren müssen, was hat Schupp überhaupt gemacht? Genau. Das ist doch eigentlich schon der Punkt an sich, weil er müsste doch eigentlich davon ausgehen, dass der Sportdirektor Entscheidungen, was Transfers im Sommer, im Winter betrifft, dass er die alle trifft. So müsste doch ausgehen. Jetzt diskutieren wir aber, was hat er überhaupt gemacht? Also, auf den Fotos, wo zum Beispiel von Robert Piech erinnere ich mich, als da die Unterschrift gemacht wurde und so, war immer Kunst zu sehen. Also kein Schupp. Vielleicht war der gerade beim Scouting in Norwegen oder sonst irgendwas und hat kein Zeit gehabt fürs Foto. Ja, vor allem, ich glaube, zu dem Bericht gab es auch eine Erklärung, dass er wirklich unterwegs war in dem Zeitpunkt. Ja. Okay. Und, ich glaube, da hat sogar jemand gefragt, warum der Stefan Kunz auf dem Bild ist. Und dann war irgendwas, er ist irgendwo unterwegs oder was weiß ich, das stimmt, ja. Und jetzt also würde ich jetzt dann wirklich nicht an Bilder festmachen. Also, nee, aber die Frage jetzt, ist, was ist denn der Grund? Guck dich jetzt mal um bei anderen Vereinen, wenn du ein Spieler verpflichtet wird, du bist jetzt auch nicht immer derjenige auf dem Bild, der den Spieler verpflichtet hat. Nee, ja. Aber was ist denn der Grund jetzt, wenn man jetzt mal ganz einfach die Frage stellt, was hat er jetzt falsch gemacht? Vielleicht hat der Stefan gedacht, ich gebe dir 2 Millionen und du kaufst Spiele für 5 Millionen. Das ist es nämlich, weil wir haben über 7 Millionen eingenommen und dann hatte Kunz ihm gesagt, hier hast du 2 Millionen und mach was daraus. Also. Ja, und dann hatte Schuppe Markus gesagt, du Stefan, was machst du, gibst mir 2 Millionen, ich soll Spiele für 5 holen, das rechnerisch, das geht nicht. Ja, ich hätte gern 4 Millionen. Treffen wir uns in der Mitte annähernd, ja. Dann hatte Stefan gesagt, das geht nicht. Dann haben sie sich vielleicht überworfen. Wer weiß nicht. Wieso haben wir denn von 7 Millionen nur 2 ausgeben können? Das ist die Frage. Gut, aber ich glaube, das würde jetzt von Schupps Zuständigkeitsbereich wahrscheinlich wegführen. Aber gut, Paul, also ich dürfen jetzt hier nicht uns so dahinstellen, wie nur dem Motto, wir nehmen 7 Millionen in und geben 7 Millionen wieder aus. Weil der FCK hat noch andere Verpflichtungen, also nicht nur Spielertransfers, okay. Ja, es gibt, was ist die Pacht fürs Stadion, dann wollen die dummen Fans, die Betze-Anleihe kaufen, irgendwann die auch wieder zurück haben und dann ist es meines Erachtens sogar ein Stück weit sinnvoll, wenn man, sage ich jetzt mal, Stichwort Rücklage bildet, die Frage ist halt aber, ja, wie das alles so gelaufen ist. Ja, vor allem kannst du die Rücklage vielleicht auch schon nennen, ja. Aber es ist egal. Aber die Frage wäre jetzt für mich, wenn es vorausgeht, sie haben sich nicht überworfen, was man natürlich nicht weiß. Was hat er jetzt konkret falsch gemacht, was jetzt ein Freistellungsgrund wäre? Weil ich finde, von allen Spielern, die jetzt in der letzten, unter der Amtszeit in Anführungszeichen von Schupp gekommen sind, waren jetzt nicht so arg viele Fehlgriffe dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, da hat er halt 8 Mal daneben gelegen und dann ist es gerechtfertigt. Der hat halt einfach keine Ahnung von Fußball, der Mann. Flo, das stimmt, weil wenn es jetzt so gewesen wäre, dass wir letzte Saison noch aufgestiegen wären mit einem Sieg mehr, ja, am Schluss in der ersten Liga gelandet wären, hätte jeder gesagt, Markus Schupp, guter Mann. Bombejob, genau. Und ich finde auch jetzt, unabhängig davon, ob man jetzt die letzten 4, 5 Spiele versaut hat,
finde ich jetzt die Verpflichtungen, war jetzt niemand, wo ich jetzt sagen würde, okay, da waren sie jetzt völlig daneben und das kann ja auch mal passieren, aber wenn es jetzt, was ich eben schon gesagt habe, 7 oder 8 Mann gewesen wären und die hätten gerade so den Abstieg vermietet, dann hätte ich gesagt, ja, okay, das ist gerechtfertigt, da kann halt wirklich nichts, aber in dem Sinne, finde ich, ist es halt einfach nur so ein Bauernopfer, um jetzt das Umfeld ruhig zu stellen, aber selbst dann wurde das ja nicht vom Umfeld gefordert, dass der Schub unbedingt weg muss. Ich finde auch, dass doch jetzt eigentlich schon wieder Ruhe eingekehrt ist, weitgehend. Also klar, es ist noch nicht alles gut und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht einfach sagt, jetzt ist wieder alles heile Welt. Aber der drängendste Druck sozusagen, der ist doch erstmal weg und erst recht durch die 2 Siege und Ronjaic hat da ja den Anfang gemacht. Ich fände es jetzt ultra paradox, wenn jetzt Schupp irgendwann Ende des Monats gehen muss und mit 5 Stück setzt sich das jetzt fort, was sich ganz leicht in den ersten 2 Spielen abgezeichnet hat. Und am Ende muss Schupp dafür gehen, dass Ronjaic seinen Fußball nicht umgestellt hat auf das Personal. Ja gut, Paul, aber der ist jetzt so angezählt, Schupp. Also das würde mich jetzt zwar wundern, wenn der Vertrag verlängern wird bis 2022. Also ich glaube, was soll denn der jetzt beim Verein noch machen, außer Manager von The Rolling Devils? Genau. Ja, jetzt mal ganz im Ernst, der ist von seinem Chef ausgebudelt. Was soll der jetzt noch machen? Der Vertrag wird aufgelöst. Oder klatscht einer am Stück nächste Woche, Stefan Kunz im SWR. Ja, Markus Schupp hat jetzt neue Aufgabe. Kümmert sich jetzt um die Jugendmannschaft oder was? Das ist doch Schwachsinn. Nee, der neue Sportdirektor wird Marco Haber. Ja, genau. Der ist so angezählt, dass da nichts anderes übrig bleibt, denn irgendwann wird halt irgendwann die Freistellung oder wie man das dann formuliert verkündet und dann ist es kümmert sich ums Catering oder so. Und der sieht und man sieht ja auch schon dort, dass er jetzt in Bochum war er nicht dabei, gegen Düsseldorf würde ich jetzt sagen, war er auch nicht im Stadion. Also ich habe ihn nicht gesehen. So. Also das heißt aber nicht, dass er nicht da war, ne? Sonst sieht man ihn eigentlich immer um die Spiele rum, aber dann. Aber das ist ja ein eindeutiges Zeichen, dass zumindest sagen wir mal, war er im Stadion, hat er sich aber sehr zurückgezogen. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, wie das wahrscheinlich endet. Alles andere würde mich persönlich überraschen, sagen wir es mal so. Eins kann man jetzt noch ganz kurz dazu sagen, weil das wir auch vor ein paar Wochen schon mal angesprochen hatten, wenn man ihm einen Vorwurf machen will, aber ich weiß nicht, inwiefern man das ihm zum Vorwurf machen kann. Es gab mal die Devise im Sommer 2014 von Dieter Rombach, dass man gesagt hat, wir wollen einen Kader aufbauen, mit dem wir nicht sofort, aber dann halt im 2. oder nach 2 Jahren dann um den Aufstieg mitspielen können. Und ich denke, mit dem nächsten Umbruch im letzten Sommer ist das definitiv nicht gelungen, einen Kader nachhaltig irgendwie aufzubauen. Ich weiß nicht, kann man ihm das vorwerfen? Ja, ist dann aber nicht der Realitätssinn in der 2. Liga, das haben wir schon öfters diskutiert, ein bisschen, also ich weiß nicht, beim FCK oder jetzt beim Herr Rombach ein bisschen daneben, dass man das in der 2. Liga eigentlich gar nicht kann, eine Mannschaft aufbauen. Also ich weiß nicht, ob man das dann, was der Tobi gesagt hat, unter der finanziellen Gegebenheit beim FCK Markus Schupp zum Vorwurf machen kann, das würde ich jetzt auch ja bezweifeln. Ja, aber dann ist es ja wirklich so, egal wie man es dreht und wendet, er hält den Kopf für andere hin. So sehe ich es, ja. Ja, aber das haben wir doch schon mal angesprochen, dass es dann nicht ehrlich ist. Wenn du jetzt sagst, dass es nicht möglich ist, eine Mannschaft aufzubauen, dann kann ich aber auch nicht sagen, als Vorstandsvorsitzender oder als Sportdirektor, ja, wir wollen jetzt was aufbauen und die nächsten 2-3 Jahre wollen wir mit dem Aufstieg mitspielen. Dann ist das so im Endeffekt, das widerspricht sich dann und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass du dann nur Ausrede dafür hast, wenn es nicht gut laufen sollte. Genau, Daniel. Ist auch so. Aim also, low, das ist die neue Devise heutzutage. So als bestes Beispiel vielleicht, um da mal kurz auszuholen, in Hannover kommt jetzt auch ein Sportdirektor angeblich irgendjemand und da klappt ja wohl niemand, dass du Martin Kind, aber wenn er das selbst sagt, sich jetzt aus allem raushält und so ist er beim FCK wahrscheinlich auch gewesen, sage ich jetzt mal, dass der Stefan Kunz gesagt hat, ja Markus Schupp macht jetzt mal, ich kümmere mich jetzt nur noch ums Catering, um darauf zurückzukommen, was der Tobi gesagt hat, das glaube ich auch nicht, also aber Hannover hat jetzt auch ein, wie ist das? Bader ist Sportvorstand und jetzt soll noch ein Sportdirektor dazu kommen. Ja. Also das kann man, was er da nichts hatte, das kann man zwar viel noch aussehen erzählen, aber ob das dann halt auch so ist, das bezweifle ich im Fußball im Moment sehr stark. Dass überhaupt irgendjemand Kompetenzen freiwillig abgibt. Ja, aber es sägt so oder so halt an deiner Glaubwürdigkeit. Hm. Weil, ich meine, mit jedem Jahr, in dem jetzt nichts vorangeht, strukturell und eben auch von entwicklungsmäßig und so weiter und so fort, dann ist das halt schwierig, weil irgendwann kannst du halt auch nicht mehr, keine Ahnung,
die Brötchen. Ja, wie soll es dann jetzt Gold weitergehen? Verkaufen. Ja, machen wir jetzt wieder ohne Sportdirektor weiter? Ja, oder? Natürlich machen wir jetzt ohne Sportdirektor so. Weiter, der Stefan Kuhn. Also alles, was Geld dafür Transfers. Genau. Warum aber in der zweiten Liga, Tobi, für einen Sportdirektor? Wie beurteilt ihr überhaupt das ganze Auftreten vom Stefan Kunz in diesen letzten Wochen? Wollte ich jetzt gerade sagen, in der Pressekonferenz zu der Vorstellung vom Fünfstieg, ich wusste jetzt aber bloß nicht, ob ich das noch einwerfen soll, fand ich das Stück sehr souverän. Der Stefan Kunz war halt sehr, sehr dünnhäutig. Ja? Und auch mit der Anwaltsdroherei gegen das ist unprofessionell. Genau, gegen Jürgen Schmidt, meine ich. Daniel, für dich, Fanknast auf dem Apsebash. Wenn der fertig ist, gehst du klein hin. Genau, und ich würde jetzt auf die Gefahr hin, dass ich eine Bewährungsstrafe kriege im Fanknast im Erbsenberg, würde ich jetzt sagen, wenn der SWR und der Kicker eindeutige Informationen oder einheitliche Informationen haben, dass das eventuell du rettest jetzt nicht weiter. Rett jetzt bitte nicht weiter. So gewesen sein nein, könnte. Nein, rett nicht weiter. Nichts mit Bewährungsstrafe. Und dann wird er bei mir deine Adresse noch und dann kriegst du direkt wieder. Dann könnte es eventuell, sagen wir es mal so, könnte es eventuell so gewesen sein, dass der Stefan Kunz aus Versehen mo im Telefonbuch die Nürnberger Vorwahl gewählt hat oder die Hannover Vorwahl. Du bist so drin in der Scheiße, du gehst so in den Fanknast, das kann ich dir aber sagen, ey. Ja. Ja. Ey, wenn du erst nur den Verstappen verklagen aus Holland sich entscheidest. Wolf? Ja. Wolfgang, bist du's? Ach, jetzt habe ich die falsche Nummer. Ja, Stefan, hallo. Ich hab gehört, die haben nur gewisse Vakanz. Habe ich im Kicker gelesen. sag mal, braucht er noch jemand? Frage für einen Freund. Ja. Genau, ja, weil ich hätte jemand eventuell. Wir wissen es ja nicht zu 100%, aber ich sage jetzt nur, wenn der SWR so ziemlich drauf anlädt, dass er da Quelle hat und so weiter, dass sogar der Kicker drüber berichtet, wobei im Kicker muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, die haben die letzte Woche getitelt, holt Bayern am Sonntag die Meisterschaft. Das war auch nicht so professionell, aber es hat ja gestimmt. Und nee, du musst schon sagen, der Kicker hat nicht nachgeplappert, der Kicker hat gesagt, der SWR sprach von Nürnberg und Hannover und in Bezug auf Hannover hat der Kicker gesagt, hätten sie ähnliche Informationen, also haben sich da nicht auf den SWR berufen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist einfach das, wer die Pressekonferenz geguckt hat und ich habe jetzt netto beim, bei irgendeinem, wie nennt man das, die wo Gestik und Mimik analysieren. Ja, die als bei Sky muss sind, weiß ich nicht. Ja, die egal. Bei Sky muss sind? Ja, ja. Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Körpersprachenmenschen. Und ich habe jetzt nicht im Research Department angerufen, der Abteilung Körpersprache, ja. Aber ich finde die Körpersprache, die wies, sagen wir mal, gewisse Tendenzen auf. Und übrigens, mein Adresse steht im Impressum. mehr will ich doch eigentlich nicht dazu sagen. Nee, es ist ja richtig, dass aber so oder so ist. Ich finde, es ist halt mal wieder ein Beispiel dafür, für meiner Meinung nach ein bisschen unsouveräne Reaktion. Man hätte das auch ganz anders machen können. Mein Gott, es ist Fußball und so oft werden Leute mit irgendwem und irgendwas in Verbindung gebracht und jedes Mal gleich wieder die Anwaltskeule rausholen und ich fand am Ende noch den Satz ziemlich verwirrend, ja, ich rufe den Wolfgang Wolf mal an. Ja, dazu kam es doch gar nicht mit der Wahrheit. Bestimmt nochmal, haben sie bestimmt noch mal. Wenn ich mir vorstelle, dass der Wolfgang Wolf direkt das Handy noch aus dem Fenster geschmissen hat, dann ab. Ja, genau. Chef naja. Und dann zack, weg. Wie lange hat denn der Wolfgang Wolf eigentlich noch Vertrag in Nürnberg? Bis Ende der Saison. Da hat er aber schlecht verhandelt, weil normalerweise hockt er sowas gern länger aus. Ja, aber in Nürnberg war genau dasselbe Fall. Da haben sie auch irgendeinen noch im Abstieg gesucht, der das halt macht. Und dann war es halt der Wolfgang Wolf. Naja, so oder so können wir aber auch mal davon, von diesen Gerüchten kurz mal ein bisschen weggehen. Wir sind sowieso jetzt, meiner Meinung nach, kommt jetzt eine Zeit, in der viele spannende Fragen bevorstehen. Im März geht Fritz Grünewald, da muss ein Nachfolger her. Wir haben die Frage mit dem Sportdirektor nicht geklärt. Dazu würde mich mal übrigens interessieren, wenn man sagt, wir machen jetzt ohne Sportdirektor weiter, wer macht dann den Job denn, also wer macht dann diese Aufgaben? Denn ich erinnere mich, dass Kunz doch immer argumentiert hat, sein Vertrag gibt das nicht her. Und dann wurde doch die Vertragsverlängerung von ihm damit begründet, dass man ja wegen des Sportdirektors doch den Vertrag ändern musste. War das nicht so? Ja, dann wird er jetzt wieder geändert und dann wird er wieder verlängert. Genau. Was macht denn Oliver Schäfer?
Ja, der ist jetzt in der U23. Aber Patrick, das ist eine gute Anschlussfrage. Ich meine, wir freuen uns über 5 Stück, dass der jetzt einen guten Einstand hatte. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, 5 Stück hat einen wahnsinnigen, bombenwichtigen Job im NLZ gemacht. Da ist für mich auch mal eine Frage, wird da jetzt ein neuer geholt oder gibt man das jetzt dem bisherigen Fitnesscoach? Wer macht eigentlich den Fitnesscoach jetzt bei uns? Also irgendwie, ich finde, da sind viele offene Fragen so. Ja, ein Stück brauche man kein Fitnesscoach mehr. Ja, ich glaube, dass da vielleicht noch jemand dazugeholt wird und glaube auch, dass es im Moment noch niemand so genau weiß. Dass man vielleicht mal gesagt hat, okay, beim Trainerwechsel machen wir das jetzt mal, und dann spielen wir die 2 Spiele und die Länderspielpause und dann halten wir uns mal über Vertragsinhalte, haben sie auch noch nicht gemacht, wie lange der Vertrag gilt, beziehungsweise überhaupt. Und dass dann die offenen Posten, hoffe ich jetzt mal, neu besetzt werden. Plus die Frage, und nicht Paul, mit wenn, Marco Haber befüllt wenn du, ist. Wenn du Namen hören möchtest, muss ich dich leider enttäuschen, weil da fällt mir niemand ein. Marco Haber könnte natürlich... Wir müssen sowieso aufpassen, was da jetzt sagen. Schon steht, später wird er im Internet nach Betzegebubble-Informationen, ja. Und dann geht's wieder von vorne los. Bei euch wird es mit der Profilierungssucht noch schlimmer. Aber ehrlich, ich muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, Tobi, dass ich nicht die Mauer jetzt einreiße. Also sagen wir es mal so. Ja, in solchen Situationen kann halt nicht jeder profitieren. Ja, dann würde ich sagen, gibt's noch was ihr ansprechen wollt? Ja, Paul, du hast vorhin gesagt, dass noch ein paar interessante Zeiten auf uns zukommen, unter anderem dass der Fritz Grünewald ausscheidet. Viel interessanter wird meines Erachtens noch die JAV dieses Jahr. Freue ich mich ja, wenn ich ehrlich bin, schon drauf, aber bring gleich Popcorn mit. Das stimmt gut. Du meinst, weil da die kurzfristige Trennung vom Sportdirektor bekannt gegeben wird? Das wäre aber erst im Dezember, das wäre noch der weit, weit hin. Ne? Das ist der letzte große Auftritt vom Fritz Grünewald.pbtx. Ja. ja gut. Außerdem bin ich einmal auf die Rede vom Stefan Kunz gespannt, wie er die ganze Situation da wieder versucht zu erklären. Ja, Tobi, da musst du aber jetzt musst mal abwarten, wenn sie jetzt noch 6 Mal gewinnen, ist es halt leicht. Wenn es jetzt aber wieder bergab geht, dann wird es halt wirklich interessant. Aber wenn man jetzt halt noch weiter gewinnt, erlegt sich das vielleicht auch. Ja, aber trotz alledem war es doch interessant zu sehen, wie der Stefan Kunz doch sehr angeschlagen wirkt. Gerade an der Pressekonferenz oder beim Spiel in Bochum vor der Kamera. Es hat irgendwie so den Eindruck, als ob die Einschläge immer näher kommen. Und ich wage jetzt einfach mal die These, dass der 5 Stück der letzte Trainer unter Stefan Kunz war. Oh. Alter, was geht mit dir? Was ist der Einsatz? Ja, genau. ja, da muss ich aber dazu Euro sagen, die Betzewutz. Da muss ich aber dazu sagen, da muss ich aber dazu sagen, dass der Tobi am Freitagsergebnis exakt 3-0 getippt hat, ne? Also deswegen ist es jetzt noch ein bisschen mysteriöser, eventuell so. Ist da was wir nicht wissen? Ja, ich weiß nicht. Die Lottozahlen, die direkt Input aus dem Research Department. Ja, stimmt. Beim Wahrsager angerufen. In Hannover. Nee, ja, es ist irgendwann einfach mal gut. Und ich glaube einfach, Daniel, du sagst doch's immer so schön. Wie lange ist der Stefan Kunz jetzt do? Seit 7 Jahren. Und wo stehen wir? Nicht viel weiter oben als damals, als er gekommen ist. Jo. Außer, dass wir einen Ticketshop haben, der nicht funktioniert, hat sich meines Erachtens nicht so sonderlich viel geduld. Ich traue mich jetzt nicht mehr, weil die Podcast-Polizei steht schon bei mir vor der Tür. Haben sie schon geklopft? Ich weiß nicht, wie die JHV verlaufen wird. Ich glaube auch, dass es ganz interessant werden wird. Andererseits haben wir dieses Jahr keine AR-Wahlen. Insofern wird wahrscheinlich das Interesse nicht ganz so groß sein. Und wenn man jetzt böse ist, könnte man einfach noch behaupten, zur Not findet sich sicher noch ein Auswärtsspiel, wo man die JHV einfach terminlich hinlegen kann. Also Paul und Mensch, dieses Jahr kommen, haben die Jugendmannschaft da alle Freitagsspiel, oder was? So ungefähr. Alle. Was Tobi gerade gesagt hat, ich bin mir da nicht so sicher, aber wo ich ihm auf jeden Fall zustimmen würde, auch Stefan Kunz, die Geduld mit ihm hat sich auch langsam ein bisschen erschöpft. Also nach dem Nürnberg-Spiel war sehr, sehr deutlich von auch Vorstand rausrufen, die Rede, und man hat sie auch sehr laut hören können. Und die werden auch nur so lange verstummen, wie der Erfolg jetzt da ist. Also wenn jetzt Punkte um Punkte kommen und dann zögert sich das Ganze raus. Aber beim erste Durchhänger wird er rum, wird sich die Unzufriedenheit nicht
an den Trainer, die Mannschaft richtet, es wird direkt bei Stefan Kunz landen, da bin ich mir sicher. Aber glaubst du nicht, dass er vorher eher noch eine Ausfahrt nimmt? Also, dass er irgendwo noch... Also ich glaube nicht, dass... Um jetzt quasi wieder beim Racing zu bleiben, oder was? Ja, wir sind ja gerade im Boxenstopp, also in, so, race, oder in der Safety-Car-Phase. Race with the Stefan, oder was? Ja, Paul, Ausfahrt auf der A6 Nürnberg-Stadion, oder wie, Mensch, ist jetzt? Ja, bin ich tatsächlich heute Morgen sogar lang gefahren. Ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass das die letzte Saison war. Oh, lass Tobi mal weitermachen, bald kommen noch mehr. Nochmal 20 Euro, Tobi. Ja. Nee, das lasse ich jetzt immer mal im Raum stehen. Also ich wette 20 Euro, dass der 5 Stück der letzte Trainer unter Stefan Kunz war, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch die letzte Saison ist. Aber jetzt nicht im Sinne von gegangen werden, sondern gehen. Ja, das würde ich nicht ganz ausschließen, ja. Ja, sehr nett, Flo, dass du mir mal zur Zeit springst, während die anderen wieder sich alle zurück in die Couch lehnen und denken, was der wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich ja nicht verwundert, wenn der jetzt noch im Nürnberg-Spiel gesagt hat, er hört jetzt Ende der Saison auf. Nein. Stattdessen war es natürlich genau umgekehrt, aber eins nur ganz klar, ich glaube nicht, dass der Stefan Kunz so am FCK jetzt hängt, dass er sagt, er boah, Flo, dafür gehst du einen geknascht. Er geht jetzt nirgendwo anders mehr hin oder so. Das, ja. Das sieht man ja in der Reaktion von der PK auf die Frage von SWR, weil das war schon sehr... Ja, aber woran liegt das? Ist einfach sein Projekt beim FCK beendet? Oder andersrum gesagt, sieht er sein Projekt beim FCK beendet? Oder es gibt ja auch Leute, die von einer gewissen Fluchtbewegung gerade rund um den FCK sprechen. Oder was meint ihr, woran das ist? Wie meinst du das jetzt? Fluchtbewegung? Das will ich jetzt genauer wissen. Von Fluchtbewegung? Ja. Naja, es gibt die Leute, und also ich beziehe mich jetzt ganz bewusst auf andere Aussagen und ich nicht, dass ich die, naja, vielleicht auch ein bisschen, aber ist auch egal. Die halt gesagt haben, angefangen beim damaligen Pressesprecher Gruber, über Fritz Grünewald, über Schwenken, der angeblich nicht zu uns kommen wollte. Gut, der hat auch ein anderes Angebot. Ja, gut, aber bis hin jetzt ich wäre auch lieber zu der DFL gegangen. Ja, aber bis hin jetzt. Wenn es rein ums Cash, um den Cash geht und um den Vertrag oder so. Bis hin jetzt zu diesen Gerüchten, dass manche Leute das alle in einem Zusammenhang stellen. Und ich habe mal auf Twitter geschrieben, wenn man das alles einzeln betrachtet, macht das alles Sinn. Wenn man es zusammen sehen will als Puzzleteile, dann wird einem schon ein bisschen, wie sagt man da, Paul, wenn du sagst, der Kunz geht jetzt da, der hätte sein Projekt abgeschlossen oder das, was er vorhatte, ist das dann so ähnlich wie beim Grünewald, der auch das gemacht hat, was er sich vorgenommen hat? Wahrscheinlich. Mit dem hat sich schon einiges verbessert, jetzt wo er da war. Wir haben jetzt Betze-Anleihe, wir haben jetzt ein bisschen Geld. Gut, das muss halt irgendeiner mal wieder ausbaden in 5 Jahren oder wann soweit ist, wo das dann fällig wird, zurückbezahlen. Aber ansonsten hat er guter Job gemacht, muss man auch mal sagen. Also in dem Zusammenhang lohnt sich übrigens, und jetzt Achtung, Ironie, aber ist halt wirklich so ein Blick nach Nürnberg. Da ist jetzt der Bader weg und Bornemann, ich weiß jetzt gerade seinen Vornamen nicht, Andreas kann das sein, ja. Bornemann hat da jetzt übernommen. Und Nürnberg hat auch eine Fananleihe, aber ich glaube sogar noch um 3 Millionen höher, ich glaube 9 Millionen, die jetzt 2018 oder sowas fällig wird. Also nicht genau mich jetzt auf Zahlen festlegen. Und der hat gesagt, und wohlgemerkt, der FCN ist abgestiegen vor 2 Jahren, also die sind jetzt erst in der zweiten Zweitligasaison. Der hat gesagt, also entweder wir steigen die Saison auf oder wir müssen den Kader halt komplett ausdünnen, weil wir uns das hier alles nicht mehr leisten können auf die nächsten Jahre hinaus. Und ich finde, ja, also ich habe neulich mal dazu ein bisschen gelesen, wie das auch mit der Fananleihe bei denen weitergehen soll, dass man das umschulden müsste, wenn die Leute eben ihr Geld zurück will, nur welche Bank gibt dir denn dafür dann einen einigermaßen guten Kredit? Und ja, wenn ich dann. Paul, das läuft aber dann eher so, dass die einfach eine neue Anleihe auflehnen. Ich glaube, das also, ist eine neue Fananleihe oder wie? Ja, um die alte abzulösen. Das ist wird du drauf läuft's hinaus, weil wer soll denn eine Geld geben? Deshalb. Wird eine neue Anleihe wird aufgelegt. Von der alten Anleihe wechseln dann manche halt in die neue Anleihe rüber. Manche wollen ihr Geld zurück. Und dann guckt man halt, dass das aufgeht. Und dann hast du das ganze Problem wieder um 6 Jahre, meinetwegen, jetzt verschoben. Ja, aber machen da so viele Leute noch mit? So wird das bei uns auch ausgehen. Also um das jetzt, ich habe es jetzt eben ein bisschen krass ausgedrückt, aber um es eben nochmal sachlich zu sagen, der Grünewald hat zusammen mit Kunz und eben den Verantwortlichen hat er hier eben ein Langzeitprojekt gestartet und diese Last, die vielleicht, muss man ja sagen, eben dann, wenn die Anleihe fällig wird, 2019 ist es, glaube ich,
wenn die dann eben fällig wird, dann ist er eben nicht mehr da, sondern das muss eben jemand anderes ausbaden, sage ich jetzt mal. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Und das ist eben schon in dem Sinne eine große Bürde, die er uns hinterlässt, weil es eben sehr schwierig ist, in der zweiten Liga genügend Geld zu akquirieren, um eben diese Anleihe auszubezahlen. Wissen wir was? Das ist fast unmöglich. Und vielleicht, um jetzt nochmal die Burge zurückzuspannen zu dem, was der Patrick vorhin gesagt hat, mit deiner Transferausgabe. Vielleicht ist es im Hinblick dahingehend schon, dass der FCK nicht so viel dieses Jahr ausgegeben hat, weil sie eben gemerkt haben, oh, okay, wir hatten jetzt ein gutes Jahr, wir konnten den Heinz teuer verkaufen, wir konnten den Orban teuer verkaufen. Haben sie gedacht, okay, wer weiß, wie das die nächsten paar Jahre aussieht, dann nehmen wir jetzt eben von denen Transferausgabe und legen davon eben ein bisschen eben hin. Vielleicht hat man sich eben da ein bisschen verzockt, dass es ein bisschen zu viel war, dass man nicht eben genug in der Kader wieder reinvestiert hat, aber vielleicht hat man dahingehend eben darauf geachtet, dass man eben jetzt ein bisschen Geld beiseite legt. Ja, das werden wir dann auf der JHV sehen, oder? In der Bilanz. War das jetzt ein Gag, oder? Die Frage finde ich jetzt sehr, sehr... gut erkannt. Ja, genau. Die Frage finde ich jetzt sehr, sehr... Ja, ich würde sagen, ja, war ein Gag, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht sind wir da ja, wie gesagt, alle beim Auswärtsspiel. Die haben halt insgeheim geplant, dass das in dem Jahr, wo die Betze-Anleihe ausgezahlt wird, spielen wir schon mindestens 2 oder 3 Jahre in der ersten Liga, und dann ist das alles gar kein Problem. Das ist ja wirklich so, das ist dann kein Problem, ja. Aber das in der zweiten Liga wird es nur noch zu einem ganz großen Fass ohne Boden, wenn diese Fälligkeit der Betze-Anleihe auf uns zukommt. Ja, und dann parallel dazu hast du eben noch das NLZ, was, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wahnsinnig wichtig für uns ist. Aber du hast halt jetzt den wichtigsten Mann da wohl erstmal jetzt zum Cheftrainer gemacht. Und ich finde das dann halt auch noch eine Frage. Das ganze Ding muss ja auch erstmal Früchte tragen. Das wird auch noch seine Zeit dauern. Also da sind viele offene Fragen, finde ich. Ja, ich denke, dann beenden wir mal thematisch diese Folge. Wie immer schön mit einem optimistischen Blick in die Zukunft, wie das hier Tradition ist. Wir wollen aber, bevor wir diese Folge dann endgültig schließen, noch zum Tippspiel kommen und dazu kurz in die Runde gefragt, wer fühlt sich dafür denn verantwortlich? Ich. Finde ich nicht gut. Nein, finde ich nicht gut. Ja, doch. Ja, wirst du gleich. Ich geh mal kurz was zu trinken holen. Gleich. Wirst du auch wissen, warum. Ja, Paul, das schon Problem löst sich sowieso von ganz allein, wenn der Flo endlich in der Fanknascht kommt. Ja, dann muss halt ein anderer von euch schreiben, dann. freue ich mich schon den ganzen Abend drauf, weil das Tippspiel habe jetzt ich alleinig gewonnen diesmal in dieser Runde mit 7 Punkten. Der Daniel hat 8, der Patrick hatte auch 8, der Paul hatte 6 und der Tobi hatte 5, deswegen dürft ihr alle zahlen. Müsst ihr alle zahlen? Jetzt muss ich gerade mal kurz meinen. Oh, was war denn das? Red Bull. Frustbier. Ja. Meine Bitzewutz-Notizen bemühen. So. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Tipprunde. Bis zur nächsten Länderspielpause sind es jetzt 4 Spiele und das Pokalspiel in Bochum. 4 Spiele nur? Ja. Genau. Es sind gerade so viele Länderspiele, das gibt's ja gar nicht. Ja, und dann ist schon wieder Länderspielpause mit dem Kracher in Frankreich, glaube ich, und gegen Niederlande. Ne, das Spiel findet ja nicht statt. Warum? Warum ja noch Zeit? Was? Die haben doch Zeit, oder nicht? Wie Zeit? Ja, die haben doch Zeit, die haben doch nichts vor jetzt. Ach so, ja, vielleicht haben sie, ja, sehr wahrscheinlich haben sie viel Zeit, ja, das stimmt. Oder halt eine Playoff-Runde. Jetzt warte mal ganz kurz, wir haben noch 2 Länderspielpausen bis Jahresende, oder was? Eine noch. Ach, eine, okay. Also jetzt die und dann noch eine. Okay. Da spielen wir in Sandhausen, in Karlsruhe, zu Hause gegen Bielefeld, in Leipzig und zwischen den Spielen Karlsruhe und Bielefeld noch dienstagsabends im Pokal in Bochum. Und da höre ich bitte als erstes die Tipps von Tobi. Also, wir spielen in Sandhausen Unentschiede, wir gewinnen in Karlsruhe, wir gewinnen zu Hause gegen Bielefeld und verlieren in Leipzig. Dann 7 Punkte. Jo, Patrick? Weil der Flo unser Sandhausen-Boykott bricht, werden wir dann nicht gewinnen. holen dann einen Punkt. Einen Punkt in Karlsruhe.
gewinnen gegen Bielefeld und holen einen Punkt in Leipzig. Das müssten dann sechs sein. Ja. Daniel? Sandhausen gewinne mal. Karlsruhe auch. Nee. Ja, das doch, geht nein. Nicht. Nee. Das habe ich mir auch gedacht, Daniel. Sandhausen unentschieden, so. Karlsruhe gewinnen wir, Bielefeld, sage ich, unentschieden und mir gewinne bei Müllermilch Leipzig. Ah, und dann kommen wir noch eine Runde weiter im DFB-Pokal. Wer die Sieg, ja genau, wer dann 8 Punkte. Auch. Tobi? Ja, wir kommen weiter. So, also, Paul? Jo, also, Sandhausen unentschieden, Karlsruhe gewinnen wir. Bielefeld gewinnen wir. Was kommt dann? Rasenball, dieses komische Dings da. Da gewinnen wir 1-0, Elfmetertor Willi Bull. Alter! Und im Pokal kommen wir natürlich auch weiter. Okay. Insofern, es gibt gar nicht. 10 keine Punkte Niederlage. Jetzt getippt. 10 Punkte, das ist Wahnsinn. Also ich sag, in Sandhausen gewinnen wir das mal. Warte mal, wieso tippst du eigentlich als Letzter? Tipp doch mal als Erster. Ja, nächstes Mal tipp ich als Erster. Schreib dir das bitte auf. Ja, mach ich. Ja, das stimmt. Das wäre für die Fairness nicht schlecht, für die Fairness-Tabelle. In Sandhausen gewinnen wir, in Karlsruhe unentschieden. Bielefeld gewinnen wir und Leipzig verlieren wir. Das sind dann 7 Punkte, wenn ich das richtig sehe. Und im Pokal in Bochum kommen wir weiter nach Verlängerung. Gut, Paul, zurück zu dir dann. Danke. Zurück, wir schalten zurück ins Studio. Zurück ins Funkhaus. Okay. Ja, vielen Dank, Flo. Dann würde ich sagen, wie das gute Tradition hier ist, und wir sind ja immerhin Fans eines Traditionsvereins, würde ich noch ganz kurz einen Blick auf die Betzewutz werfen wollen. Und dafür gebe ich an den Patrick. Ja, Paul, die Betzewutz muss leider heute wieder hungrig ins Bett gehen. Heute sind 8 Euro zusammengekommen, jeweils 2 Euro von Flo, Daniel und Tobi und 1 Euro von Paul und mir. Damit steht unsere Betzewutz die Saison bei aktuell 120 Euro. Zurück zu dir, Paul. Stark, danke Patrick. Auch wenn da noch ein bisschen mehr geht, schauen wir mal, was die nächsten Folgen noch so hergeben. Ich wollte da noch ganz kurz eine Frage stellen. Können wir nicht auch 5 Stück Witze oder Sprüche demnächst dann belangen? Ja, bitte. Okay, also ich denke, das wird ja demnächst aber auch ja, funktionieren. Und wie viel Euro nehmen wir da? Fünf 20-Cent-Stücke. Aber du hast richtig aus dem Archiv rausschallen. So. Wie viel Euro? Ja, okay. Dann, bevor ich das tschüss sage. Das war nicht die Antwort auf meine Frage. Überlegen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bevor ich bin ertraut. Mist. Schon genug gezahlt. Bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen, dass ihr uns natürlich wie immer Lob, Kritik, Anmerkungen, Zusätze, Ergänzungen, Wünsche und was weiß ich uns zukommen lassen könnt. Natürlich über die bekannten Kanäle, zum Beispiel Twitter, Facebook oder auch einfach per Mail oder über die Kommentarfunktion bei uns auf der Seite oder auch über die Kommentare bei der Betzebrennt. Wir lesen wirklich alles und sind auch immer sehr froh, wenn wir von euch Nachrichten bekommen oder was lesen können. Natürlich könnt ihr uns auch für die nächste Folge eine Sprachnachricht schicken. Die Frage, das habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, bekommt ihr immer so in der Regel 1-2 Tage oder manchmal auch ein paar Stunden vor unserer nächsten Aufzeichnung. Die Nummer dafür ist 0176 269 47076. Ihr könnt uns natürlich auch einfach so mal eine Sprachnachricht schicken, wenn euch irgendwas rund um den FCK auf dem Herzen liegt. Wir freuen uns immer darüber. Und noch ein ganz spezieller Wunsch oder beziehungsweise eine ganz spezielle Anmerkung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch auf iTunes eine Rezension hinterlassen. Darüber freuen wir uns ganz besonders, weil das auch unserem ganzen Podcast natürlich zugutekommt und wir dadurch auch mehr Bekanntheit erlangen. Und das würde uns natürlich freuen und die Weltgemeinschaft auch, wenn noch mehr Leute von uns hören. Und dann würde ich sagen, bevor ich mich endgültig verabschiede, wollte der Tobi Moment, noch was sagen. Ja, ich habe doch nämlich noch was. Genau. So. Und zwar, ich wollte auch noch einmal unser neuer Trainer zitieren. Das gilt für die Spieler und das gilt auch für alle Fans. Er hat gesagt, jeder muss versuchen, seine Qualität abzurufen. Dann werden wir erfolgreich sein. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Tschö. Tschüss.